und herzlich willkommen im Wald. Ich wollte euch mal damit nerven. Meine Frau findet das alles gar nicht so lustig, dass ich schon wieder eine Survival-Tasche gepackt habe. Aber ihr vielleicht schon. Und deswegen nerve ich jetzt euch damit und nicht meine Frau. Und die muss sich das Video ja gar nicht angucken. So, es wird demnächst dunkel. Ich habe hier zwar ein lichtstarkes Objektiv und bin daher zuversichtlich, dass wir einigermaßen sehen werden, was ich hier tue. Habe mir aber trotzdem noch zwei Beleuchtungselemente aufgestellt, in der Hoffnung, dass die helfen werden. Und um die zu entzünden, brauchen wir jetzt hier gleich die Survival-Tasche. Aber solange das noch nicht notwendig ist, das ist, ich weiß nicht was, ich vermute irgendeine Magazintasche der NVA oder so DDR-Restbestand. Die habe ich mal geschenkt bekommen und hatte schon viele diverse Ideen, was ich in da so reinpacke. Und jetzt habe ich neulich im Keller rumgekruschelt und habe festgestellt, dass es doch mal wieder an der Zeit wäre, ein neues Survival-Kit zusammenzustellen. Das ist ein Spaß von mir, ne? Also ich habe da enorm Freude dran, Survival-Kits zusammenzubauen. Ist also wirklich so ein bisschen primär ein Hobby und soll jetzt nicht bedeuten, dass ich jetzt vorhabe, unter egal welchen Bedingungen genau exakt mit dem Inhalt dieser Tasche hier jetzt überleben zu wollen, ne? Also das wäre vielleicht nochmal wichtig, das kurz zu erwähnen. Jedenfalls dieses Taschensystem, das funktioniert folgendermaßen. Wenn man das hier jetzt mal aufmacht, dann sieht man, man hat hier einen Bügel, man hat da einen Bügel. Wenn man die beide zusammennimmt und da diesen Dingerich hier durchsteckt, dann, der obere Bügel muss und über den unteren Bügel und dann das da durchstecken. Und dann bleibt das auch zu, das hebt auch Bomben fest. Und das kann man vor allen Dingen sehr schnell öffnen. Ne? Das ist so der Gag dabei, ist ja auch Militärkram. So, schieben wir das mal ein bisschen vor. Das erste, was unterm Deckel direkt zum Vorschein kommt, ist hier dieses Teil. Das ist ein Multifunktions-Kabutan, nennt man die, glaube ich. Das ist im Prinzip etwas, was man so in die Hand nimmt, um dann Leute damit kloppen zu können. Also eine Selbstverteidigungswaffe habe ich halt rumliegen. Ja, das brauche ich jetzt wirklich eigentlich am allerwenigsten von Zeug, was da drin ist, aber hatte noch Platz und ich habe halt irgendwas gesucht, was stiftförmig ist und da halbwegs reinpasst. Der hat auch eine Pfeife. Mhm. Und man kann den auch theoretisch aufschrauben und dann ist da theoretisch ein Fire Steel drin, der funktioniert mehr schlecht als recht, aber ja, hab ihn halt dabei und weiterhin theoretisch kann man den irgendwo anders auch noch aufschrauben. Ja wo denn, ah da, und dann kommt da noch so eine, ja, das ist ein Striker quasi zum Fire Steel zum Vorschein, ist jetzt alles mehr so, mal abgesehen von der Kabutan-Funktion, dass man hier mit jemandem hauen könnte und die Pfeife ist ganz in Ordnung, ist der Rest jetzt, ehrlich gesagt, jetzt für meine Qualitätsansprüche jetzt nicht ganz so super überzeugend. Ne? So, egal. Habe ich jedenfalls dabei. Dann als nächstes wollen wir ganz langsam zum Feuerle vorarbeiten. Aber was da zuerst mal kommt, ist hier eine Dose, die ich beim Blutspenden mal geklaut habe. Und da drin sind, wie man sehen kann, Tabletten. Die gelben, das sind Koffeintabletten. Unten drunter befindet sich noch ein bisschen Ibuprofen. So, dann kommt hier zum Vorschein. Also Koffeintabletten, muss ich kurz nochmal erwähnen, sind bei mir sehr, sehr wirksam. Die haben jeweils 200 Milligramm Koffein und das macht aus dem müden Ben einen sehr wachen Ben. Das kann in diversen Situationen, insbesondere zum Beispiel beim Autofahren, sehr hilfreich sein. Wirklich gut vertragen tue ich das Zeug nicht und versuche da inzwischen wirklich so wenig wie möglich zu nehmen. Und im Gegensatz zu früher habe ich dann meinen Bedarf auch deutlich reduzieren können. Kaffee schmeckt mir nicht, deswegen Koffeintabletten. Da ist ein Knopfkompass, der ist ein erstaunlich guter Knopfkompass. Ja, da ist tatsächlich Norden, wo der jetzt gerade sagt, dass Norden sei. Bin ich erstaunlich überzeugt von dem Teil. Das Problem mit diesen billigen Knopfkompass-Teilen ist erstens, ja gut, die gehen tendenziell schnell kaputt. Den da habe ich aber jetzt schon sehr, sehr lange
Und daher gehe ich davon aus, dass der in nächster Zeit tendenziell nicht kaputt gehen wird, weil er hebt halt schon eine ganze, ganze Weile. Und er zeigt auch relativ schnell und relativ zuverlässig eben wirklich nach Norden. Ich habe das jetzt schon mehrfach über einen längeren Zeitraum überprüft. Und normalerweise sind diese Knopfkompassteile halt schon ein ziemlicher Mist. Aber er ist auch nicht ganz so winzig, ne? Es gibt die ja auch nochmal in nochmal erheblich kleiner. Und der da ist schon einer der etwas größeren, etwas schwereren. Das kommt ihm, glaube ich, zugute, dass er nicht völlig nutzlos ist. Wenn man ihn auf eine Blechdose legt, dann zeigt der komischerweise nicht mehr nach Norden. Na, woran das wohl liegt? Faszinierend. So, dann machen wir weiter in der Mitte. In der Mitte kommt als nächstes zum Vorschein. Na, wo ist er denn? Kommt's raus? Die Rettungsdecke. Idee, das muss ich auch noch dazu sagen, Idee ist, dass das hier jetzt primär mein Winter-Survival-Kit ist, das vom Inhalt her vor allen Dingen dafür gedacht sein soll, dass man damit in der Lage ist, im Winter einigermaßen zurechtzukommen, und das beinhaltet dementsprechend jetzt nicht so viel Zeug für Wassermangel, beziehungsweise auf Wassermangel bin ich jetzt hiermit gar nicht so sehr zu vorbereitet, weil der ist im Winter aus meiner Sicht ein bisschen weniger das Problem, da ist meistens doch recht feucht, sondern mehr die Kälte. Und daher habe ich hier zur Kälteprävention diverse Sachen reingepackt, und da ist zunächst mal eben elementares Element. Oh, tolles Wort. Diese Rettungsdecke hier. Also das wäre schon wichtig, dass die drin ist. Außerdem hier noch einmal ein Faden mit einer Nadel dazwischen. Also in der Mitte sitzt eine Nadel, drumherum gewickelt ist ein Faden. Das ist jetzt nichts unglaublich Aufregendes und muss ich auch nicht weiter kommentieren. Der Faden ist gewachst, der sollte also in der Theorie in der Lage sein, wenn man damit irgendwelche Löchlein flickt, dass diese Löchlein dann gleich geflickt bleiben. Übrigens, ich habe da auch so ein tolles selbstgebautes Reparaturset neulich geschenkt bekommen. Das kam per Post. Ich habe da noch kein Dankeschön-Video zu gemacht. Es ist angekommen. Vielen herzlichen Dank. Ich bin da noch ein bisschen am Ausprobieren und am Rumspinifeln. Ich habe es jetzt schlicht und ergreifend vergessen. Sonst wäre es auch noch was ich da gerne noch mit reingepackt bzw. in diesem Zusammenhang gezeigt hätte. Ich habe es woanders im Einsatz. Es ist in grüner Weste, falls die grüne Weste was sagt. Und ich denke, da ist es auch sehr gut aufgehoben. Aber ich mach das beim nächsten Dankeschön-Video. Werde ich es noch hoffentlich erwähnen. So, also, Rettungsdecke kommt. Ja, wohin denn? Da. Dann ist aus dem Weg. So, dann als nächstes Firesteel. Firesteel zu bedienen, dann logischerweise vorzugsweise mit irgendeinem Messer. Ich habe aber, glaube ich, auch irgendwo noch einen Striker drin versteckt. Weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber ja, der obligatorische Firesteel in einem Survival-Kit darf er nicht fehlen. So, und dann haben wir hier eine Kerze. Das ist eine sehr gute Kerze. Das ist eine UQ-Kerzenlaternenkerze. Die brennt wirklich auch erfahrungsgemäß, nachdem ich das ein paar Mal ausprobiert habe, 8 Stunden. Und damit ist die wirklich, wirklich, wirklich gut zu gebrauchen, um langfristig als Wärmequelle unter der Rettungsdecke zu dienen. Ja? Idee ist nämlich folgende. Wenn's super, super kalt ist, dann baue ich mir aus der Rettungsdecke so eine Art Poncho. Groß hinlegen, groß schlafen geht dann eh nicht. Da kann man froh sein, wenn man einigermaßen in der Lage ist, nicht ganz tot umzukippen, in Anführungszeichen. Und drum eher hier mit der Rettungsdecke und eben der Kerze. Dann unter der Rettungsdecke, beziehungsweise die zwischen die Beine nehmen oder sonst irgendwie. Und dann mit diesem Rettungsdecken-Poncho und der Kerze, ein kleines Mikroklima, das ein wenig wärmer ist als die Umgebung, aufzubauen. Weil das Problem mit Rettungsdecken ist, die isolieren ja nicht. Die reflektieren bloß die Hitze, die da ist. Wenn man selber langsam immer kälter wird, gibt man kaum noch Hitze ab. Und dann kannst du mit einer Rettungsdecke auch nichts anfangen. Wenn man so wie ich jetzt zum Beispiel heute relativ warm angezogen ist mit dem Lodenmantel, dann gibt man nach außen auch gar nicht mal so viel Hitze ab, und dann bringt so eine Rettungsdecke auch gar nicht mal so viel. Und wenn einem wirklich schon richtig, richtig kalt ist, dann macht die quasi nicht wärmer, es sei denn, man hat noch eine externe Heizquelle dabei. Ich werde das auch demnächst mal noch ausprobieren, und ich denke, da mache ich auch noch mal ein Video dazu. Momentan jetzt erstmal nur die Theorie, und ob das dann funktioniert, ja, das werden wir sehen müssen. Aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass das eine
eine valide Option durchaus darstellen könnte. So, dann kommt hier ein bisschen Schnur zum Vorschein. Das ist die übliche Dyneema-Schnur, die ich gern verwende in solchen Survival-Kits. Die hier hat eine Zugkraft, glaube ich, von 80 oder von 120 Kilo, ist dabei sehr, sehr, sehr dünn, lässt sich nicht ganz so toll verknoten, aber Gewicht zu Reißfestigkeit ist Dyneema eben das beste Material, was man da so finden kann. Gut, dann kommt hoffentlich, ja, da ist es, das Feuerzeug. Ich habe ein kleines genommen und nein, das ist jetzt kein ausgesprochenes Big-Feuerzeug. Alle Welt weist immer darauf hin, man möge bitte ein Big-Feuerzeug nehmen und keinesfalls irgendein Werbegeschenkfeuerzeug, da die meisten dieser Werbegeschenkfeuerzeuge, ich habe mich da mal schlau gemacht, auch meistens von Big sind, nicht immer, in diesem Fall nicht. Da steht jetzt Klicker drauf, das wird wahrscheinlich doch auch irgendwie ein Markenname sein. Ja, bin ich da jetzt nicht so sehr auf dem, es muss unbedingt ein Big-Feuerzeug sein, Trip, wie vielleicht andere Leute. So, jetzt mache ich aber mal Licht an. Allein schon, weil es gemütlicher. Die brennen doch erstaunlich gut. Also was hier jetzt brennt, das eine ist, ja, das überstrahlt jetzt ein klein wenig, ist klar. Ich muss gleich nochmal eine neue Aufnahme machen, damit die Einstellungen hier besser sind. Aber jedenfalls das eine da ist so ein normaler Holzspäne-Wachszunder. Und das andere Teil ist ein Bio-Grill-Anzünder. Oh ja, jetzt ist das Bild langsam völlig im Eimer. Aber macht ja nichts, dafür können wir mal kurz ins Feuer gucken. Das machen wir ja alle gerne. Und ja, der brennt erstaunlich gut, hätte ich gar nicht gedacht. So, und da sieht man jetzt hoffentlich auch wieder mich, beziehungsweise das, was ich hier so tue. Wir machen weiter. Wir haben hier jetzt einen Red Fire Tinder, das ist dieses Ding. Ich hebe es mal ein wenig ins Licht. Die brennen auch im nassen Zustand, sind sauteuer. Ich habe mal ein paar davon. Jetzt ist das Bild wieder entsprechend anders. Ich stelle das gleich nochmal fix ein, aber die werden normalerweise wirklich sehr teuer sein, aber ich habe ein paar geschenkt bekommen und jetzt möchte ich die halt auch einfach gerne benutzen und habe sie dementsprechend dabei. Und auch geht eigentlich vom Bild her, ne? Man sieht es ja, ich halte sie einfach immer in die Nähe vom Feuer, dann geht's. Und ja, man kann sie ja mal benutzen, wenn man sie schon hat. Kaufen würde ich sie nicht unbedingt. Aber trotzdem herzlichen Dank übrigens an denjenigen, der mir die mal mitgeschickt hat. Das hier ist in Panzertape verpackt, ein Heatpack. Ich würde es euch ja auspacken, aber dann ist es nicht mehr in Panzertape verpackt und das wäre schade. Ein Heatpack, das ist eine chemische Verbindung, die, wenn Sauerstoff drankommt, also in einem Beutel, in einem Pflaster im Prinzip, also so ein Wärmepflaster, ABC-Wärmepflaster, kennt man bestimmt. Ja? Und das ist im Grunde nichts anderes, nur ist das halt nicht für den medizinischen Bedarf, sondern einfach um warm zu geben. Und die Idee ist, wenn ich vor mir unter der Rettungsdecke vor mir die Kerze stehen habe, ja? Und hocke so über die mit der Rettungsdecke über der Schulter über die Kerze gebeugt, also quasi mehr oder weniger so, wie ich jetzt auch hocke, dann kriege ich auch einen kalten Rücken. Ja, mehr oder weniger, da strahlt die Wärme natürlich ein bisschen ab, aber auf den Rücken würde ich mir dann noch dieses Heizteil hier kleben, weil das hat halt eben auch den großen Vorteil, dass es auch dann heizt, wenn man selber es nicht mehr tut. Also wenn der Körper nicht mehr viel Wärme abgibt, dann heizt das Teil eben trotzdem. Also das wäre so die Theorie, mit der ich mich dann hoffentlich halbwegs warm halten kann. Ne? Theorie probiere ich auch, wie gesagt, noch aus. So, dann hier eine kleine Kleinteilebox. In der Kleinteilebox ist drin, das ist jetzt ein bisschen mühsam zu zeigen, machen wir trotzdem. Einmal ein Striker für den Firesteel, wenn aus irgendwelchen Gründen die anderen Optionen, die da geplant sind, nicht zur Verfügung stehen. So, dann eine Rasierklinge. Warum auch immer, aber die ist klein und braucht nicht viel Platz. Ein Mikro-Mikro-Mikro-Spiegel, ja, klein und braucht nicht viel Platz und reicht doch, um zum Beispiel irgendwas zu erkennen, was einem im Gesicht hängt und da nicht hingehört. Also nicht die Nase, die ist
standardmäßig vorhanden. Hier habe ich noch so zwei kleine Zunderwattensticks mit Wachs. Die sind nichts Besonderes, aber brennen sehr gut, brennen relativ lange und zusätzlicher Zunder kann nicht schaden. Sollten alle anderen Stricke reißen, ist das hier ein kleines Drehrädchen, mit dem man, ich muss mal die Kerze irgendwo hinstellen, wo sie mir nicht auszureden anfängt zu brennen. Mit dem Ding kann man also hier Funken erzeugen, andersrum. Seht ihr? Ja. Das reicht zum Beispiel, um diese Teile da anzuzünden. Braucht man ein bisschen Übung, dauert manchmal ein Weilchen, funktioniert aber früher oder später. So, dann habe ich hier noch Oropax, sieht man hoffentlich. Die sind, ja, wofür Oropax da sind, noch ein bisschen Panzertape. Zweimal Heißkleber von der Heißkleberpistole, den kann man nämlich auch ganz wunderbar an Feuer, würde ich ja vormachen, aber ich habe gerade nichts, was ich irgendwo hinkleben möchte. Den kann man auch ganz wunderbar an Feuer eben schmelzen und dann direkt auf das schmieren, was man kleben möchte. Und dieses rote Dingelchen hier, das man so ansatzweise hoffentlich auch wieder sehen kann, da liegt, das ist ein kleiner Bleistift. Ja, so ein ganz komischer mit Plastikkern, aber ich habe den schon ewig und habe ihn nie aufgebraucht und drum ist er jetzt, taucht er immer mal wieder in Survival Kits auf. Wer meine Survival Kits schon länger verfolgt, so Leute gibt's. Gibt auch immer wieder welche, die sich mal wieder eins wünschen. Ja, der kennt den vielleicht schon. Das trifft auf mehrere Gegenstände hier drin zu. So, jetzt muss ich nur gucken, dass ich das auch wieder zubekomme. Hat nicht ganz funktioniert mit dem Zubekommen, Marinara, dann in Ruhe. Weiter geht's. Hier außen dran, das könnt ihr jetzt auch wieder nur schwierig sehen, aber hier außen dran, da hängt jetzt noch was. Da hängt nämlich ein Schleifstab, nämlich der Victorinox-Schleifstab. Ne, was tut der? Ja, der Schleifmesser. Ende. Fand ich mal ganz lustig, mal was zum Schleifen dabei zu haben. Und diesmal, das wechselt ja auch ständig, ist in dem Kit auch ein richtiges Messer drin. Hier ein ordentliches Schweizer Messer. Was kann das? Das hat eine schöne große Klinge und auch wirklich eine solide. Damit kann man also definitiv alle Holzarbeiten machen, die man so machen muss. Muss, nicht unbedingt möchte. Ja? Also batonieren wird damit eher schwierig. Aber ich persönlich bin nicht der Meinung, dass man das unbedingt machen muss. Dafür haben wir auch eine Säge in einem vernünftigen Format. Also die funktioniert dann auch wirklich. Damit kann man also tatsächlich ordentlich was sägen. Und das sind im Wesentlichen Funktionen. Also noch ein Flaschenöffner, diverse Schraubenzieher und so weiter und so fort. Das können wir uns alles schenken. Auf der Rückseite einen Kreuzschlitzschraubenzieher und nicht den Korkenzieher, was ich jetzt in diesem Zusammenhang auch durchaus nützlich finde. Als nächstes kommt dann zum Vorschein, habe ich auch noch gar nicht so lange her geschenkt bekommen, eine kleine Taschenlampe. Die ist von Funite, das ist nicht unbedingt was Schlechtes. Ne? Und die ist, wie man hier jetzt dann sieht, man auch sogar, was ich hier die ganze Zeit auspacke. Ne? durchaus auch völlig hell genug für den Hausgebrauch, hat eine prima Stromversorgung, läuft mit AA-Batterie oder eben mit einem krassen Akku. Ich glaube, in diesem Fall ist jetzt der krasse Akku, der mir mitgeschenkt wurde. Ich habe ihn zumindest als krassen Akku interpretiert, ist gerade noch drin und ja, die ist wirklich, wirklich völlig hell genug für den realistischen Einsatz. Man braucht nämlich keine 3000 Lumen, wenn man einfach nur mal ein bisschen durch den Wald laufen möchte. Das bringt einem überhaupt nichts, außer dass der Akku sofort leer ist. Was man sieht dann eh nichts mit 3000 Lumen, weil jeder Baum, den man anleuchtet, einen Schatten nach hinten wirft und dann ist man, hat man auch nur Schatten. Also man kann dann nicht weit gucken, wenn man im Wald unterwegs ist, egal wie viele 1000 Lumen. Hier ist noch ein kleiner Draht, den hat man vielleicht auch schon ein paar Mal gesehen, wenn man meine Survival Kit Videos mag. Und nochmal Panzertape, kann man auch selten genug haben. Ja, hier habe ich jetzt am Rande auch noch festgemacht einen Kugelschreiber, weil mir dauernd erzählt wird, ich soll was zum Schreiben mitnehmen. Ehrlich gesagt habe ich kein Papier, das habe ich vergessen. Das müsste ich mal noch einpacken. Aber das ist nicht irgendein Kugelschreiber, sondern A, ist es ein Weihnachtsgeschenk und B, hat der ein Special Feature. Tada! Er kann leuchten. Und deshalb fand ich den so cool und wollte ihn unbedingt gerne mitnehmen. Dann sieht man auch, was man schreibt. Leuchtstärke in völliger Dunkelheit reicht auch aus, um nirgendwo dagegen zu laufen. Also die darf man wirklich nicht unterschätzen, auch wenn das jetzt natürlich nicht vergleichbar mit einer richtigen, ne, Taschenlampe hier entsprechend ist. So, dann haben wir noch dieses Röhrchen. In diesem Röhrchen habe ich ein Brenngel. Warte mal, finde ich hier irgendwo
Finde ich hier irgendwo einen langen Stock? Nein, finde ich nicht. Moment, da muss ich mir kurz einen schnitzen. Eine Sekunde Geduld. Also, das hier ist jetzt ein Spahn. Der hat nichts mit dem gleichnamigen CDU-Politiker zu tun. Mit dem gleichnamigen Jens. Ja, egal. Jedenfalls, wenn man den jetzt hier reintunkt, hier drin ist also so ein Glibber und dieser Glibber nennt sich Dragon, was auch immer. Jedenfalls, das Zeug brennt wie Bolle, wie man hier hoffentlich schön sehen kann. Das ist so ein Alkoholgedönse und damit kann man, wenn man da wirklich ein bisschen mehr auch noch reintut und sich gegebenenfalls das auch noch ausleert, kriegt man eigentlich ein Holzstäbchen sehr, sehr einfach zum Brennen. Das brennt dann auch schön lange und das ist einfach als Zunder gedacht. Und wenn ich ein paar Späne mache und die paar Späne wollen nicht von alleine brennen, dann tunkt man die Späne hier rein. Das ist also sehr, sehr ergiebig, der Inhalt von dem Röhrchen und kriegt dann auf diesem Wege auch sein Feuer zum Laufen. Ja, Zunder, da gibt es Möglichkeiten. Noch und nöcher kann man sich immer irgendwas aussuchen. Machen wir hier mal weiter in der vorwiegend Erste-Hilfe-Abteilung. Das ist eine Splitterpinzette, die hat eine sehr, sehr spitze Spitze. Normalerweise sitzt da noch so ein kleines Plastikhäubelchen drauf. Das ist aber jetzt abgegangen. Das ist nicht so gut. Und ja, was kann man mit einer Pinzette machen? Zecken ziehen zum Beispiel, Splitter entfernen zum Beispiel. Da es in letzter Zeit häufiger mal vorkam, dass entweder ich oder Frau tiefsitzende Splitter irgendwo hatte, bei der Holzbearbeitung sich zugezogen, haben ich beschlossen, nicht wir, ich, dass eine Pinzette eine gute Idee wäre. So, dann das obligatorische Paracord, weil in der Tasche einfach genug Platz ist, kann man wieder ein bisschen Paracord mitnehmen. Ich arbeite damit einfach gerne. Das ist von der Haptik her einfach eine sehr angenehme Schnur, mit der man schön arbeiten kann, mit der man alles Mögliche machen kann. Ihr wisst es wahrscheinlich, aber die besteht quasi aus einer Hülle, die ist aus Nylon und innen drin sind sieben Einzelstränge von Nylon, die ungefähr die Dicke einer Angelschnur haben. Das heißt, die Länge der Schnur kann man, wenn es einem wirklich nur darum geht, langes oder viel Bandmaterial zu haben und es nicht so wichtig ist, dass das Bandmaterial jetzt besonders dick und besonders reißfest ist, dann kann man eben die Länge von dieser Schnur nochmal versiebenfachen. Das sind etwa 3 Meter hier, dieses Bündelchen, oder 4 vielleicht, aber viel mehr wird es dann auch gar nicht sein. So, dann kommt hier die Erste-Hilfe-Abteilung. Einmal Ballistol stichfrei, das ist ein Tüchlein mit Anti-Mückenzeug getränkt. Davon hatte ich noch eins rumliegen, deswegen ist es hier drin. Ob das noch funktioniert, weiß ich nicht. Im Zweifel nicht, aber ich werde es dann irgendwann mal rausfinden. Pflaster kennt man, ja, nichts Besonderes. Dann geht's weiter hier mit steriler Wundauflage. Die ist auch tatsächlich noch steril. 2 Kompressen zur Wundabdeckung, wenn man da mal was hat. Dann habe ich hier noch Desinfektionstüchchen mit 70%igem Alkohol. Hilft auch gegen Corona. Wichtig, wichtig, wichtig. Tut es aber wirklich. Ne? Also nicht zur inneren Anwendung. Und ja, wenn man mal die Pfoten desinfizieren möchte. Ich bin inzwischen nicht mehr auf dem Trichter, dass man damit großartig Wunden desinfizieren kann. Kann man streng genommen schon auch, aber halt nur oberflächlich. Ja. Und ja, mal gucken. Das sind meine beliebten Traubenzuckerröhrchen. Die kann man selber machen aus einem Strohhalm, falls man noch einen Plastikstrohhalm irgendwo findet. Die sind ja inzwischen verboten. Hochillegale Substanz. Hochillegal. Ich habe noch einen Vorrat. Deswegen kann ich mir da noch eine Weile lang Nachschub machen. Und deshalb sind die jetzt wertvoll. Denn Plastikstrohhalme sind wertvoll. Muss man inzwischen aus den USA importieren oder so. Verbandpäckchen, muss ich auch nichts weiter zu sagen. Nochmal Verbandpäckchen. Das ist so der Tatsache geschuldet, dass einfach die Erfahrung bisher gezeigt hat, wenn ich mal was brauche aus den Survival Kits, dann ist es auf Platz Nummer 1, ich baue ja die Teile jetzt schon wirklich eine Weile, Platz Nummer 1 der benutzten Gegenstände, Feuer. Irgendwas zum Feuer machen. Apropos Feuer machen, das war jetzt nicht so schlau. Das ist so die Sache, die ich am häufigsten verwendet habe. Auf Platz Nummer 2 kommt ein Schreibutensil. Wenn man in der Bahn hockt und mit einem Länderticket fährt, in das man seinen Namen reinschreiben soll, da habe ich schon relativ häufig mein Survival-Kit gezückt, um meinen Namen dann da auch tatsächlich reinschreiben zu können. Ja, das weiß, es lüncht einen keiner, wenn man das nicht tut. Beziehungsweise die geben einem dann einen Stift bei der Kontrolle, aber
Naja, und Nummer drei ist dann auch schon das Erste-Hilfe-Material. Und da das halt das ist, was wirklich wichtig ist, habe ich beim Erste-Hilfe-Material im Vergleich zu den diversen Vorgängerpäckchen diesmal ein wenig aufgerüstet. Es ist auch ein sehr großes Survival-Paket, muss man ja auch dazu sagen. Und gerade für jetzt die Prämisse, dass das gedacht ist, also erstens mal generell Alltag, ne, wie immer, und eben die Idee, dass man im Winter irgendwo strandet und es ist kalt und man möchte nach Möglichkeit nicht erfrieren, dann ist und ja, man strandet und ist möglicherweise auch verletzt, und da habe ich gedacht, ja, das ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, wenn man da noch ein bisschen Erste-Hilfe-Material dabei hat, weil ganz ehrlich, ich schleppe selten ein Erste-Hilfe-Kit, also gut, wenn ich irgendwelche berufliche Sachen habe, also Touren und so weiter und so fort, dann habe ich immer ein Erste-Hilfe-Kit dabei, selbstverständlich, das gehört sich auch so, aber jetzt so privat beim eben mal rausgehen in den Wald und wenn man eine Frau dabei hat und einen scharfen Gegenstand, dann wäre es nicht verkehrt, Erste-Hilfe-Material dabei zu haben. Das will sie immer nicht hören, deswegen hoffe ich, sie sieht das jetzt nicht. Sie guckt nicht alles, was ich produziere, nicht alles. Ne? Und dementsprechend ja, sagt sie ja einfach nicht. Ne? Es kommt auch noch rein, habe ich nur gerade nicht griffbereit gehabt, aber das habe ich mir fest vorgenommen, ist mir eben noch eingefallen, so ein antiseptischer hämostatischer Wundverband, weil meine Frau ja eben Bluterin ist und da sind diese Sachen gar nicht schlecht. So, jetzt habe ich hier noch eine kleine Dose mit Kleinteilen. Ich würde jetzt sagen, die packe ich nicht aus, aber dann kriege ich Ärger, deswegen packe ich sie doch aus. Also wir haben hier zwei Gummibänder. Tada! Wir haben hier eine Skalpellblinge. Warum? Naja, die ist klein und passt überall rein. Wir haben hier viermal BW-Wasserentkeimungstabletten, haltbar bis 3094 in etwa. Das Zeug ist nicht ganz unschädlich, was die Gesundheit angeht, killt aber auch wirklich sehr zuverlässig alles, was man irgendwie chemisch im Wasser überhaupt umbringen kann. Das ist mit dem Zeug dann auch erfolgreich tot. Ne? Ein Ranger-Band. Ranger-Band kennt man, das ist im Prinzip ein Stück abgeschnittener Fahrradschlauch, lag gerade rum, deswegen habe ich ihn eingepackt. Nochmal so ein Draht, wie wir eben schon hatten. Und dann sind hier noch vier Taschentuchtabletten. Taschentuchtabletten deswegen, weil wenn die nass werden, dann kann man die auseinanderfalten, dann quellen die auf und dann wird daraus im Prinzip ein Taschentuch auf Viskosebasis. Viskose ist auch ein pflanzlicher und biologisch abbaubarer Kunststoff sozusagen, der ja problemlos auch in die Landschaft geschmissen werden kann. Eignet sich, so unschön das ist, eignet sich hervorragend als Klopapier. Und ja, diesen Komfort ist es mir einfach wert. Man kann es auch für medizinische Zwecke möglicherweise einsetzen und Tempoersatz für alles, für was Mann oder Frau ein Tempo brauchen kann. Ja? Nicht immer nur ins Mann denken, sondern manchmal auch an die Frauen denken und die haben mannigfaltige Verwendung für Taschentücher, habe ich mir sagen lassen. Ich bin ja jetzt verheiratet, ich muss mich jetzt um sowas kümmern. Und wer das immer noch nicht mitbekommen hat, ja, ist so. Jetzt ja immer mal wieder ein paar, die es nicht mitbekommen haben. Ist doch völlig in Ordnung. Müsst ihr ja nicht. Müsst ihr wirklich nicht. Haben wir ja auch nicht an die allzu große Glocke gehängt. Gut. Dann machen wir das wieder zu. Funktioniert sogar. Und aufräumen tue ich jetzt auf Kamera. Ja, so halbwegs. Zumindest. Ja, der Bart dürfte scharf sein auf diesem Wege. Ja, das ist es gewesen. Beleuchtung, ja, ist halt jetzt, wie sie ist, und finde das gerade ganz interessant mit dieser Einstellung und dieser Beleuchtung. Ich könnte euch jetzt noch irgendwas erzählen, aber ich kriege ja immer Ärger, wenn dann die Videos völlig unnötig lang werden. Gerade jetzt auch als Adventskalender soll ich es ja nicht übertreiben, sagt Chefetage, und Chefetage hat natürlich immer recht. Geheimnisse einer guten Ehefrau hat immer... ja, lassen wir das. Nein, nein, alles gut. Alles gut bei uns. Wäre auch schlecht, ne? Vielen Dank. Hoffe, das war ein kleines bisschen unterhaltsam. Großartig viel gelernt werdet ihr da nicht haben, aber ein bisschen unterhaltsam würde mir schon reichen. Wünsche ich euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ich gehe jetzt irgendwas anzünden.